Gut. So, hallo Freunde, herzlich willkommen. Hoffen wir mal, dass es mir dem Mikrofon so halbwegs auf meinen Mund zielt. Heute mal ein bisschen eine andere Konfiguration. Also der Tisch ist der gleiche. Ihr seht, wie groß ich bin, weil ich so drauf sitze und angewinkelte Beine habe. Ich meine, wir mussten den etwas ändern, damit das neue Objekt der Vorstellung drauf passt. Es ist jetzt quasi nur kein Test oder so, ist nur eine Vorstellung, damit ihr das mal von nahem seht. Ist auch nur eine Kamera, aber ich erzähle euch von dem Rad und vielleicht blenden wir da so Detailaufnahmen ein. Also okay, wie ihr schon gelesen habt im Titel und so weiter, vielleicht habt ihr danach gesucht. Erzählt mal, wie ihr auf das Video gekommen seid, bitte. Würde mich freuen. Es geht ums Track Crockett 4 Disc. Das Disc hinten dran ist eigentlich obsolet, weil es es gar nicht mehr mit Felgenbremsen gibt, sondern nur noch mit Scheibenbremsen. Es ist jetzt das Modell 2020. Ich habe letztes Jahr schon mal geschaut, also wir haben ja 2019, ich habe 2018 schon danach geschaut und das sah eigentlich genauso aus wie das jetzt. Also nicht wie das, aber im Prospekt, im Internet sah es genauso aus. Okay, die Frage, warum ich jetzt so ein Fahrrad habe, also für mich persönlich ist, weil ich auf Waldwegen bin ich mit dem Rennrad immer so komisch weggeschmiert und da war ein Berg. Also ich glaube, ich bin die dreifache Strecke gefahren und es war die ganze Zeit so. Und dann auf so, hier ist recht viel so Grobschotter, also das, wo auch diese Bahn. Wo die Bahnschienen drauf liegen, diese Riesensteine, da ein paar Wege sind so. Und da hatte ich halt auch mal einen Durchschlag oder keine Ahnung, war auf jeden Fall platt, war blöd. Hat mir nicht so gut gefallen. Außerdem ist das Rennrad, das ich habe, eher günstig und also es war günstig, ich habe schon lang. Und man hat die optimale Anzahl von Fahrrädern ist ja N plus 1. Ich habe dann mal die Recherche. Fahrradrecherche, Kriterien habe ich dann eingegrenzt. Ich habe erstmal Sachen ausgeschlossen. Ich komme mal mehr ins Licht. Ah ja, oh, so ist viel heller. Und da könnt ihr euch ein bisschen die Kassette anschauen, ne? Also was ich wollte, war ein Cyclocross-ähnliches Rad. Also auf Gravel war ich jetzt gar nicht so scharf, auch wenn es gerade voll im Kommen ist. Und es ist ja. Das heißt, es ist ein bisschen komfortabler, aber ich fahre eh nicht lang. Also ich fahre kurz und heftig. Und ich bin gewohnt von allem anderen, was ich mache, dass es scheiße ist. Es muss sacken. Genau, deswegen dachte ich, okay, Cyclocross. Das wird allerdings als Cyclocross und als Gravel verkauft. Na dann ist Licht auf der Hand, die Farbe. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich kaufe doch nichts, was mir nicht gefällt. Es sollte dunkel sein, also wir haben zur Auswahl schwarz und schwarz wäre noch okay. Damit fallen echt schon ganz viele Sachen raus. Ich wollte nur eine Einfachschaltung wegen dieser Wartungszeug und Einstellerei und ja, bei meinem anderen ist der vordere Umwerfer hat so einen ewigen Hebelweg und ja, da dachte ich mir, einfach reicht. Jetzt haben wir hinten, haben wir da 11. 11 Zahnräder, das reicht. Dann wollte ich einen Alurahmen. Also Stahl. Ich habe genug Stahlräder. Ich weiß, es ist geil mit den Hülsen und so weiter. Aber ich wollte einen Alurahmen. Kein Carbon, weil ich vor Carbon echt noch ein bisschen Angst habe. Und Preis sollte, sagen wir mal, unter 2,5 sein. Mehr so Richtung 1,5. Und das, wie es da steht, nee, okay, nee, wir sind UVP und Standardkonfiguration haben wir 1499. Also passt von daher. Dann habe ich aber auch noch Marken ausgeschlossen. Jetzt fühlt euch bitte nicht angegriffen, aber ich habe ausgeschlossen Cube, Felt, Ghost, Cannondale und Scott. Ne? Dann bleibt quasi mehr oder weniger nur noch Stevens, okay, ist mir auch nicht so sympathisch. BMC, Track, Specialized
und Canyon. Canyon hätte mir voll gut gefallen, so vom Rahmen, weil der ist hinten so abgeknickt. Also echt hammerschön, voll schön. Aber keine Läden und nur Internet-Ding. Und mich, also ich bin schon mit Schrittlänge messen überfordert, da habe ich dann echt keine Lust. Und wenn mal was ist, so wenn man es fragen will, da gehe ich halt echt lieber in den Laden und sage, ey, wie geht's? Und ja, so halb, weiß nicht. Gut, dann Specialized hat quasi gar nichts mehr im niedrigen Preissegment. Ein S-Works wäre natürlich geil gewesen, aber sind wir bei 8000 Euro. Und für mal gucken, ist es zu viel. Deswegen bin ich jetzt hier bei dem gelandet. Also es ist, ich denke mal, preisleistungsmäßig kann man da nichts meckern. Ich bin auch der Meinung, dass die anderen Räder auch alle gut sind. Aber ich wollte einen Track. Außerdem war mein erstes richtiges gutes Fahrrad war auch ein Track. Es war ein Single Track, 4, nee, 39 oder 49, weiß ich nicht mehr. Es war gut. Naja, so bin ich zu dem Rad gekommen. Jetzt bete ich euch einfach mal schnell die Fakten runter. Also so nur die wichtigsten, die da so dieses Rad betreffen. Also fangen wir mit dem Rahmen an. Der Rahmen ist ein Alurahmen, habe ich ja schon erwähnt, ist baugleich. Also das, die mit Alu heißen, glaube ich, Crockett und die mit Carbon heißen, glaube ich, Bone oder Boon. Irgendwie so. Falls es falsch ist, korrigiere ich das im Nachhinein. Gut, der hat hier vorne, der Kopf, das ist schön, dass es da so rauskommt. Insgesamt finde ich den Rahmen wirklich optisch. Auch, dass er hier hinten, wie heißen die, auslaufenden? Ne, das sind die auslaufenden. Die Dinger da halt. Die aerodynamischer ist es ja, wenn die weiter unten angesetzt sind, dass es das noch so alt ist. Weil wir dann hier, ist auf jeden Fall viel schöner so. Und es heißt, sie schreiben, das ist ein Rahmen zum Preis von Alu mit den Eigenschaften von Carbon. Also soll vielleicht ein bisschen so Zeug an Vibrationen rausnehmen. Keine Ahnung, das werden wir schon sehen. Ich habe eh schlechte Laune beim Fahren, von daher ist es wurscht. Dann haben wir hier die Gabel. Was? Okay, doch. Klingt aber gleich. Die ist aus Carbon. Es ist eine Cross-Carbon-Gabel, also aus dem Cyclocross. Wahrscheinlich auch die günstigste. Ja, definitiv, um Schläge rauszunehmen. Dann Schaltung. Also ihr seht, vorne haben wir ja nichts. Ah ne, kann ich gar nicht drehen. Hinten haben wir SRAM Apex, langer Käfig. Das heißt, wir können eine Kassette bis 42 Zähnen draufpacken. Das hätten wir bei der Rival schon nicht mehr. Also ist da das Günstigere, ist da quasi gut. Und außerdem spiele ich ja auch selber gern Apex. Und da dachte ich, ne, da können wir das so verbinden. Ah, gut, langer Käfig, genau. Bremsen. Die Bremsen sind Scheibenbremsen von 0 auf 15 Tektro, 2 Kolben, C550, Flat Mount Seilzug, Scheiben haben 160 mm Durchmesser. Tektro finde ich jetzt gar nicht mal so geil. Also, ich kenne die vom BMX-Rad und da sind die nur Performer dran. Ich habe mal ein wenig rumprobiert, sie bremsen. Sie sind mit Seilzug, ich wollte auf jeden Fall Seilzug bremsen, weil ich mir dazu traue, irgendwas zu machen. Drumrum sind es halt viel so Bone, wie heißt das, ne, Bone Tracker, Moment, Eigenmarke Zeug, also Bone Tracker ist von Track, so eine Hausmarke für Dinger. Ich weiß jetzt gar nicht, also die Felgen sind von denen, ich glaube die Reifen dann auch. Ich habe mir da jetzt gar nicht mal so einen Happen gemacht. Ja, und ich habe ein paar Mal gesagt, das Rad, so wie es im Internet steht oder halt im Katalog, das ist es jetzt nicht mehr, weil zuerst ist der Preis netterweise von dem Händler ein bisschen runtergegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt führen wir das ad absurdum und
im letzten Telefonat meinte der noch, ja, nee, du, wenn wir jetzt nicht aufhören, dann können wir eigentlich gleich das andere Fahrrad nehmen. Aber das, also das ist dann das Crockett 5 oder so. Es wäre aber blau gewesen. Und hätte überall Rival-Zeug dran. Also wir haben, es sind jetzt nun Minimalsbeträge. Hier halt gleich schon mal SPD-Pedale drauf. Die, also ohne Fläche, dass man überhaupt nicht mehr mit normalen, man kann da schon noch mit normalen Schuhen fahren, ist halt ein bisschen unangenehm. Die habe ich nämlich auch an den anderen Rädern. Und da habe ich schon Schuhe dazu, die stehen da, bisschen beschmutzt. Hier, so sehen die auch, schau. Die passen nämlich farblich auch gut zu dem Fahrrad. Die habe ich mir mal gekauft und bin mit denen zufrieden. Und da sind diese Dinger dran, damit man da reinklicken kann. Gut, das sind jetzt, kostet nicht die Welt. Dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, bei der Apex-Schaltung können wir einen großen Käfig drauf machen. Deswegen, also ich, damit ich später absteigen muss, haben wir da jetzt 11 bis 42 Zähne. Ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt. Also, mein Invigitritt gehe ich eh ruckzuck. Aber dann halt, schieben ist schon immer ein wenig blöd. Deswegen habe ich gedacht, okay, nehmen wir noch gleich die Kassette. Und am Lenker, da. Oh, das war schwierig. Das war schwierig. Das ist jetzt ein Salsa Cowbell. Salsa Cowbell, also Kuhglocke, Hellkau, Kuhglocke. Ne? Und der hat ein, ich glaube, dieses Neigen nach außen heißt Flair, wenn ich mich nicht täusche. Und der müsste 12 Grad haben, also ganz wenig. Ich glaube, so die Hardcore-Geilen-Dinger, der eine, der hatte 16, den jeder hat am Gravel-Ding. Und der jetzt 12. Ich wollte nur ein bisschen, weil mit dem Rennrad, das nervt mich. Und da dachte ich mir, okay, das ist die gute Alternative. Das waren jetzt so diese drei Sachen, die ich wollte. Und ich denke, bei der nächsten Inspektion komme ich vielleicht an, weil das, ihr seht, ihr schaut, das ist jetzt eine ganz banale Kurbel. Ja, das ist also ganz unspektakulär. Und da habe ich mir überlegt, ihr könnt jetzt quasi schon abschalten, ob man dann nicht lieber auf eine Rival umswitchen mit 5 Armen und dann ein ovales Kettenblatt. Genau, weil da wurde das schwierig und die haben sich dann nicht getraut, mir andere Kurbelgarnitur vorzuschlagen, weil wir dann halt schon bei dem nächsthöheren Preis gewesen wären. Der Sattel passt soweit, denke ich. Einzig der Vorbau, so rein optisch, ich glaube, da finde ich aber nichts, dass der halt von der Dicke her im gleichen Maße ist wie der Lenkkopf oder wie das da eben heißt. Ja, also ich bin bisher nur ein paar geschützte Meter gefahren. Ich warte noch auf Lichtsachen. Ja, und auf Zeit, dass ich mal raus kann. Aber im Moment ist halt echt alles voll. Ich denke, dass man da sehr wenig falsch machen kann. Eine Coolheit habe ich vergessen euch zu zeigen. Und zwar, das ist für mich ist es ganz neu, ist auf den Achsen da ist das Dingelchen und das ist so mit Magnet fest, also dieser Schnellspann-Öffnungshebel im Bus. Damit kann man quasi mitnehmen beim Fahren. Das ist für mich echt, das ist quasi Alien-Technologie. Und er hält mit Magnet, also er soll beim Fahren nicht rausfallen. Jawohl. Ah, genau, ein was ist vielleicht noch ganz interessant. Dann ist noch ein was, aber pssst, das hat er Vorbereitungen für Schutzbleche. Schutzbleche sitzt so meins. So gut. Jetzt habt ihr es gesehen. Ich dachte mir, ich mache das halt, weil ich habe bei der Kaufsucherei alle Räder, die ich auf der Liste hatte, habe ich mal auch bei YouTube gesucht, habe nichts gefunden.
und habe mich da ein bisschen geärgert und dachte ich mir, okay, falls jemand nach dem sucht, habt ihr jetzt wenigstens ein paar optische Eindrücke. Würde mich interessieren, für welches Rad ihr euch dann entschieden habt, theoretisch, ob euch das Video was gebracht hat. Ob ihr wollt ihr noch ein Fahrvideo, muss ich da echt raus? Und halt Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik. Bin für alles offen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr demnächst auch wieder mal dabei seid. Ich bin dann raus. Tschüss.